Seid ihr fertig? So, hast du deinen Fingertrick geschafft? Nee, speicher mal. Großverkehr vom Verlag. Wenn ihr jetzt alle fertig seid, dann müssen wir die nochmal machen. Wie sie speichert. Oh, kann ich nicht bei dem. Ich kann versuchen, die Olle mal zu bestehlen. Wo willst du denn immer alle bestehlen? Naja, ich brauche noch 11 Erfahrungspunkte, dann könnte ich auch skillen. Ach so. Hier ist eine Kuh. Vielleicht ist das die Kuh, die wir angreifen müssen. Nee, komm, das ist genau das bin ich. Ach komm schon. Hör doch mal auf, dich da die ganze Zeit rumzudrehen. Das geht in and out. Ja, Erfolg. Geil, ich hab sie gestohlen. Ich hab eine Rüstung von ihr geklaut. Dann brauchen wir die nicht kaufen. Ich hab jetzt aber irgendeine geklaut, ich weiß nicht, ob die gut ist. Ein Kettenhemd plus 2. Einen guten Stuff hat sie tief im Ohr, Sticker. Was? Jemand hat ja einige... Was? Gerade ob ich das eine austausche. Ich habe ja das mit der. Probier das, glaube ich, gleich mal aus, Leute. Okay, scheiße. Musst du nochmal. Ja, der hat's gemerkt, ja. Ich kann nochmal probieren, mich herauszureden. Überzeugen oder täuschen, ja. Ah, ich täusche die halt. Warte, ich kann Bonus geben, wenn du willst. Mhm. Gerne. Worin? Jawohl. Ja, nice. You've been given the benefit of the doubt this time, but something tells you next time you won't be. Okay, dann lass es jetzt mal, sie zu beklauen. Jo, aber wir haben sie. Ja, alles cool. Ah, ich hab ja gehofft, dass ich Erfahrungspunkte dafür kriege. Ja, jetzt hab ich eine Cutscene. Pass auf. Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet, hä? Ihr treibt deinem Dieter. Quickly clear things up. Ach, die beschuldigt dich, dass du geklaut hast. Ja, ich nee, du bist nicht der. Würdet sie jetzt sehen? Ja, die kann ich jetzt sehen voll. You sense now would be a good time to clarify if that someone is you. Wolke jetzt hoch nicht das Allergeilste ist. Könnte ich nachdenken. Quickly clear things up. Obviously, you aren't the thief reported. Was redet so nur Peile? Cool. Ja, jetzt wird Peile auch nochmal verdächtig. Ja, schön. Jetzt schlägt die größere Kreise. Ja. Danke, Alex. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur Erfahrungspunkte. So, hau ab jetzt. Mal lieber auf deine Sippe, meine Frau. Fräulein. Hat sie ja schon. Meine Fräulein. Meine Fräulein, Frau. So, hau ab jetzt. Frau, Fräulein. Was? Was ist passiert? Was? War nicht mehr erfolgreich, hier kann man irgendwie durchgehen. Ah, okay. Reden. Ah, naja, das ist. Ich versuche uns zu knacken, oder? Nee, unmöglich. Ich kann es nicht knacken, ist unmöglich. Wir könnten angreifen, aber dafür sind hier, glaube ich, zu viele. Ja, wir können hier hinten noch weitergehen, ne? Was ist da hinten? Ja. Wir müssen doch jetzt hier runter zu dem König immer noch, oder? Oh, das stimmt. Ja, ich weiß, beim Skillen vergisst man alles drumherum. Das ist ganz schwierig. Ja. Glaube ich nicht machen werde. Mann. Hm. Heiler? Kommst du? Das wird schon passen. Oh, hier ist eine Falle anscheinend. Seid ihr jetzt noch... Mann, geht's denn hier hoch? Nach rechts musste ich, oder? Ja, da über die Pilze weiter. Nee, andere Seite. Pfeiler, andersrum. War das nicht hier hoch? Nein, andersrum. Guck auf die Karte, wo wir sind. Da die Pilze lang. Genau, da runter. Und dann sind wir nach rechts. Hä?
Wir sind im Kampf. Bei wem denn? Keine Ahnung. Kratzer? Ich seh nicht mal Gegner oben. Ich auch nicht. Ich jetzt auch nicht. Still breathing, despite everything. Der Hund ist vom Wahnsinn. Ach so, dein Hund ist wahnsinnig geworden. Du musst den Hund killen, okay. Ja, durch deine Präsenz, deine Aura, ja. Ich wollte ihn doch buffen und nicht töten. Okay. Wollen wir uns jetzt hier erstmal umgucken, oder was ist mit dem König, der da oben auf dem Pilzen saß? Pass auf. Au. Pass auf. Na, ich hab den König bis jetzt noch nicht gefunden, Paul. Doch, der war da oben. Wir hätten bloß bei dem ersten Händler die Pilze hochlaufen müssen. Da oben saß der König. Mit 100 und ein paar zerquetschte Leben und so. Cool. Aber wäre eine Inspiration. Oh, und du hast 50. Wieso bist du jetzt nicht aufgestiegen, hä? Kommen die immer wieder, die Pilze? Ne, ich glaube nicht. Da drüben ist aber ein Viech. Ja, Hakenschrecken. Aber der ist nicht so stark. Bei dir ist noch eins. Soll ich da mal drauf schießen? Ja, bitte. So, geht das jetzt auch langsam mal weg da? Tödliche Dämpfe. Genau, so. Von hier sind wir gekommen und hier oben drauf. Wo soll der König jetzt sein, Peiler? Wenn du auf der Karte guckst, bei Unterreich, bei dem Wort da, genau da drunter, da ist der König. Unter. Okay. Okay, okay. Naja, was wir erstmal hier unten hinlaufen? Können wir nicht da uns hin teleportieren dann? Einfach? Was sehen wir jetzt zurücklaufen? Laufen wir hier erst weiter, wir sind ja. Ja, können wir uns dann noch fast ja in die Nähe teleportieren. Was? Jetzt hat er da unten schon gesehen? Das Vieh. Weil ich die Blume hier einsammeln wollte. Okay. Okay. Hat aber anscheinend eine krasse. These boots have seen everything. Okay, okay. Das wusste ich nicht. Geht vielleicht nicht ganz so weit, ganz so weit nach vorne, ihr beide. Jetzt kann ich nicht treffen. Eine Bombe draufgeschmissen. Ich hab ja noch davon. Genau. Weil ich konnte keinen anderen Angriff machen, aber Trank trinken oder eine Bombe schmeißen kann ich immer. Ja, das ist doch gut. Das jetzt halt brennt er. Wenigstens ein bisschen Schaden. Das halt. Ja, klar. 6 Schaden schon insgesamt. Echos am Dunkeln. Verstärkung rufen, als ob. Wie viel kommt jetzt? Dann geht's nochmal richtig ab hier. Das ist echt, echt cool. Wenn du nichts weiter machen kannst. Ich kann noch einen werfen. Aber was anderes geht gerade auch nicht, ne? Ich bin beeinflusst. Ich bin leider nicht im Vorteil gegen das Vieh. Out of sight, out of mind. Weg ist unterbrochen. Ja, schade. Ach, mein Schusen. Jetzt stehst du im Weg. Ja, du hast auf mich geschossen, glaube ich. Nee, ich hab. Hä? Doch, ja. Oh nein. Ich hab Fusen getroffen. Oh Mann, ey. Ja, geil. Das ist ja kacke, ich muss ja schön dicht dran gehen, Alter. Okay, wenn ich so nichts machen kann, dann. Kriegt halt noch eine Molle. Machst halt so Charme. Ist ja in Ordnung. Zum Glück bleibt es da drin stehen. Okay,
Okay, da kommt noch eins. Okay, jetzt kommt ein zweiter. Dahinter ist noch einer. Jetzt sind es drei. Alter! Okay. Da kann hochspringen, Leute. Hochspringen kann er. Oder oben ist noch ein Vergessener. Der Vergessene. Okay. Hilft er uns oder? Nee, ist auch ein Gegner. Das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner, ja. Aber man muss aufpassen. Also, das, was der da macht, kann ich auch als Zauberspruch. Mal gucken, ob das wirklich gut ist. Warum bin ich nicht im Vorteil gegen das Vieh? Achso, dann ist da jemand vor mir, nee, war? Nö. Ah, nee, Yuzen ist da vorne. Mhm. Oder? Ah, nee, ich hab Yuzen nicht gesehen. Ja, sehr gut. Jetzt machen wir alle mehr Schaden. Ja, dann greift ihr erstmal an. Vielleicht bin ich da noch im Vorteil gegen das Vieh. Nice. Überleg halt gerade, was ich mache. If everyone else minds their business, I'll be fine. Ah, jetzt kann ich. Nice. Bam! Rötisch, Alter, krass. Ja, wenn ich gegen den Viecher im Vorteil bin, bin ich heftig. Plus meine singende Klinge, Alter. Ja. Ich muss sagen, ich habe, obwohl ich doof bin, mein Charakter bis jetzt ziemlich gut hingekriegt. No. Wenn du nicht gerade in meinen Schuss reinläufst, wenn ich drücke, wäre das super, ja. Ich bin nirgendwo reingelaufen, du hast auf mich geschossen, du. Ja, weil du in meinen Schuss reingelaufen bist. Ich habe gerade auf Blend das Vieh geklickt und dann bist du aufgetaucht. Ja, genau. Außerdem gibt's immer. Naja. Das ist schön. Nice. Das war mehr als edel. Wer war das gerade? Ich. Krass, Digga. Yay, ich habe endlich einen Stufenaufstieg. Aber ich kann nicht skillen. Ja, wir auch gleich, weil du hast so lange gebraucht, wir haben auch wieder einen. Fick dich. Nice. Ja, Dicker, ich bin nicht umsonst Frontkämpfer. Ach komm, als ob. Den Typen würde ich aufpassen, nicht, dass der Angriff mal 4 geht, den er gleich macht, wenn er an ihn rankommt. Okay. Durch seine Schatten. Ja, ich gucke gerade, ob ich den kriegen kann, ne? Nee. Der ist noch zu weit weg. Der ist noch zu weit weg, ja. Also ich glaube, ich würde ihn nicht mal kriegen, wenn ich mich da hinstelle, wo Yuzen steht. Obwohl, doch, könnte. Ich bin nicht im Vorteil gegen das Vieh. Nice. Klaffende Wunde. Es hat nur noch 6. Nur noch 6. Nische getroffen. Schade. Na, nice. Aber trotzdem korrekt geil. Okay. Jetzt kommt der nächste. Oh, der läuft auch wieder da rein. Ah, ist der dämlich. Ja. Sehr gut. Nebelschritt. Oh, der ist rangekommen. Nice. Mhm. Deswegen wollte ich auch hier oben stehen bleiben. Oh, der greift mich an. Ja. Ja. Aber du hast... Okay, hypnotisiert. Das ist das, was er geskillt hat mit dem Bogen. Ja. Aber nicht mehr hypnotisiert. Nice. Aha. So, was kann der? Also ich gehe auf den Dicken. Macht ihr den anderen Typen oder wollen wir erstmal den Typen fertig machen? Wir treffen recht schlecht. Ich bin leider nicht im Vorteil gegen ihn. Ich bin im Vorteil gegen das Vieh. Ich kann das angreifen. Soll ich versuchen, den Typen zu killen? Oh, ja. Bin weg. Ah, fuck. Okay. Okay, der ist auf jeden Fall down.
nochmal hin hinterher geschickt. Ja, gut, war wohl doch kein Problem, würde ich sagen. Nö, nicht wirklich. Aber wir sind schon ganz gut. Ach komm schon, halt so. Oh, läuft. Bam. Oh, pass auf. Pass auf. Mondstrahl ist da noch. Mhm. Der hat gute Sachen dabei gehabt. Muss da mal gucken, Peiler. Mhm. Achso, warte mal, ich wollte die Blume ja da oben mitnehmen. Die habe ich mitgenommen. Ah, okay, nice. Das mitten im Kampf, weil aber das Problem ist, wenn du die Blume im Inventar hast, kannst du keine Zauber mehr einsetzen. Ich habe sie erstmal ins Lager geschickt. Ich kann mich kurz leveln, Leute. Ihr könnt ja schon mal gucken. Ich wollte es nur Bescheid sagen, nicht, dass ihr irgendwas macht und... Ja, was Dolles war jetzt nicht bei Alex. Ich kann... ich kann bei dem Stufenaufstieg nichts machen. Na, dann mach doch eine Klasse hinzu. Vielleicht ist da noch was mit dabei für dich. So oben rechts ist doch dieses kleine Icon mit der Klasse. Bin hier, bleib hier. Oben rechts? Achso, da wo... Na, ist es nicht oben rechts? War es doch an der Ecke. Ja, das ist, was in dem Menü ist. Ah, mächtige Kombination. Dies geschieht allerdings auf Kosten von Klassenmerkmalen höherer Stufen. Du kannst nur bei einer Klasse auf einmal einen Stufenaufstieg vollziehen. Das ist ja klar. Wenn du jetzt bei einer anderen Klasse anfängst, fängst du halt von unten an, ne? Ist ja logisch. Also, noch zusätzlich. Ja, aber... Könntest jetzt noch zusätzlich, was weiß ich nicht, irgendwas, was du interessant findest, sag mal Berserker machen. Und Kämpfer, könntest da halt die... Aber wenn du da auch noch den Kampf rausch hast... Ich weiß ja nicht, ob du den Punkt so gesehen jetzt ins Nichts setzen kannst, also so ins Nichts, weil du halt nichts Tolles dazu kriegst, halt leider dieses Mal. Bedeutet das, wenn du das jetzt in die andere Klasse machst, wenn du nächstes Level-Abstieg machst, dass du den Punkt trotzdem, wenn du Schurke oder so weiter skillen willst, wieder nichts Spezielles bekommst? Oder genau. Bekommst du denn vielleicht wieder was? Das ist es dann nämlich. Also ich glaube, wenn ich jetzt... Nee, du kannst ja nach Schurke auch weiter leveln. Naja, logisch, aber er muss ja den Schritt bei Schurke erstmal gemacht haben, damit er wieder was Gutes zum Leveln kriegt. Genau. Das war die Überlegung. Achso, ja, das ist richtig, ja. Na, ja, dann mach Schurke weiter. Würde ich nicht die Klasse ändern. Da du halt mit mir vorne meist kämpfst, da wäre auch nicht schlecht, wenn du da sowas wie Kampfrösch hast. Hab ich nicht. Ja klar, bis jetzt nicht. Ja, aber ich glaube aber, ich würde lieber bei Schurke bleiben und quasi krasser werden im Schurke. Na gut. Das ist, glaube ich, effektiver, als wenn ich jetzt nochmal... Oh. Ich habe einen Dämon beschworen. Ja, ich sehe ihn. Dreckiger Penner. Täuschen, überzeugen. Die ist ja auch süß. Ellie? Okay. Aber wenigstens ein bisschen mehr Leben. Schade eigentlich, ich wollte gerne mittlere Rüstung lernen. Aber wollte ich wahrscheinlich erst mit Stufe 10. Was? Kampf beginnt? Irgendwas ist hier bei mir? Hier oben? Heiler spricht gerade. Nö, ist egal. Jetzt sind wir auch im Kampf. Kann ich jetzt den Kampf Schaufel noch meine Handschuhe ändern? Das ist eine Aktion. Und Handschuhe oder Schuhe? Nee, ich hätte sie eh nicht bei, glaube ich. Ist egal. Der hat 7, der kleine Dude.
Ach, da oben! Der ist hier oben auf dem Baum. Ich seh grad. Ja, das ist so weit auseinander, dass die Soundeffekte jetzt voll weit weg klingen, wenn man rauszoomt, weil er so hoch steht. Aber rennt nicht alle ran, nur um Angriff zu machen, bleibt lieber hier hinten. Wenn ihr von da jetzt kein... Ich bleib hier. Genau. Ja. Sehr gut. Zwei. Immerhin Schaden. Schaden ist Schaden. Kannst du dein Vieh vor Yuzen schicken? Dass der vielleicht deinen kleinen Gnomen angreift anstatt Yuzen? Soll er jetzt schon draufgehen? Ich habe ihn gerade erst gerufen. Ich wollte mich gerade noch mit ihm unterhalten. Dafür ist er doch da, um drauf zu gehen. Ja, Yuzen kann das locker tanken, glaube ich. Der wird sein. Okay, dann nicht. 7 Leben. Also, ich komme nur bis ins. Na, ist so ein Stück vor Yuzen, aber weiter kommt er nicht. Was kann er denn so? Beängstigen. Lager nach einer Kreatur sind die zwei Züge verängstigt. Unsichtbarkeit, er kann sich kurz unsichtbar machen. Yuzen, Kampfrausch? Yuzen braucht, es ist doch nur ein Viech vom Kampfrausch. Also Kampfrausch kann ich eh nicht machen und soll ich Nahkampf machen oder soll ich Pfeil machen? Pfeil, oder? Na, kannst du denn an ihn ranrennen jetzt? Nee. Naja, dann Fernkampf. Und dann wechselst dann du, bevor den Zug beendest, wechselst du wieder auf Dings. Lass ihn erstmal ein Stück ran, weil sonst kannst du in der nächsten Runde auch nicht hinlaufen. Oder er kommt zu uns. Ist Yuzen nicht schon gelaufen, Leute? Ja. Ja, aber Link zumindest. Ach, ist doch gut. Jo, er ist ausgerutscht. Wechsel wieder auf dein Schwert und dann... Zug beenden. Genau. Alter, der hat ein krasses Schwert an der Hand, wa? Das sind seine Klauen, Alex. So. Was hat er jetzt gemacht? Gar nicht, wa? Ne, der ist erstmal wieder aufgestanden. Der hat sich wieder aufgestanden, das ist ein Zug, Alex. Ja. So, mein kleiner Gnom. Wie weit kannst du denn nach vorn? Okay, komm nur bis zu Alex. Alter! Alter, das gab auf die Fräse. Yuzen, kannst du noch ranrennen? Ja. Nice. Und verängstigt, weil ich diese Präzision gemacht habe. Nee, verängstigt habe ich ihn. Das war das die Attacke vom Gnom, die ich gerade noch gemacht habe. Oder vom Dämon. Nice. Taufler, der hat auch einen tollen Namen. Ich habe die Rinde gefunden, Leute. Nice. Vollende die meisterliche Waffe. Jo, stimmt. Geil! Warte. Hier die Adamantschmiede. Die Schmiede wird von einem Wächter bewacht, der Magma und einem gewissen heißen Hammer gegenüber empfindlich ist. Hier ist auf jeden Fall ein Siegel. Ach ne, hier vollende die Messe. Wir haben. Jetzt müssen wir zur Schmiede zurück. Okay, da unten. Ja, nice. Okay. Also auf der Karte ist das angezeigt. Diese Schmiede. Ah, ja. Da unten. Oh, ich habe hier oben was Krasses gefunden. Irgendeine zerfledderte Schriftrolle. Kann mal jemand gucken? Inventar. Zerfledderte Schriftrolle. Mhm. Achso, ich schick die mal ans Lager.
Hm. Hier unten. Du hast jetzt nicht sehr viel verraten, kannst du einfach nur lesen, Alex. Okay, schade. Hier unten ist ein Wegpunkt, ne? Ja, ja. Hat er den aktiviert? Ja, ja. Okay, nice. Nice, nice, nice. Aber er macht. Nice, nice, nice. So, und wo können wir jetzt diese Waffe vollenden? Na, auf der Karte siehst du da unten die Schmiede. Da wollen wir da hin? Ja, ist ja die Frage, wie wir dann kommen. Aber ja, können wir machen. Entweder laufen wir jetzt hier noch hoch, finden Beelden, den Pilzsammler. Würde ich sagen, oder? Und dann können wir uns ja da unten hin teleportieren wieder. Oder zu dem König, eins von beiden. Ist die Frage. Und hier können wir ja dann, wenn wir alles abgeschlossen haben, wa? Pilzsammler, König und Schmiede. Dann können wir hier weitermachen. Hm. Dann müssen wir wieder hoch, ja? Genau. Ja, war doch aber gut, ey. Wollen wir nochmal eine kurze Rast machen? Na, wir kriegen doch eigentlich 50% des Lebens. Denkst du, das lohnt sich schon? Ja, wir sind alle ziemlich angefrackt. Ja, haben wir nur noch eine kurze Rast. Ja, naja. Hier ist ein tiefes Loch. Oh, time to get going. Sehr gut. Wir müssen da runterklettern. Hier vor euch ist noch. Okay, das Loch ist komisch. Wo seid ihr denn? Pfeiler, kommt zu uns hier drüben. Ja, kannst du die Wurzel runterklettern? Klettert die Wurzel daher runter. Wollt ihr erstmal in ein Loch gucken? Alles klar. Oh, hier sollen wieder diese Pilze abschießen. Ja, bitte. Death won't take me yet. Alter, pass auf. Nein. Alter, da ist ein Händler. Oh, wir haben den Händler getötet. Nicht wir. Ihr. Ich hab Alter, wie das einfach nur alles explodiert hätte. Okay. Das dauert erstmal. Haben wir gespeichert? Irgendwann? Ich glaube nicht, weil das Spiel laden, das wäre 21.54 Uhr. Ah, super, ey. Wir speichern viel zu wenig. Ja, man, scheiß auf den Händler, ist nicht so schlimm. Können wir ihn vielleicht wiederbeleben? Können wir mit dem reden vielleicht? Als tot. Ich kann ja mal gucken. Kann ich ihn mitnehmen? Zeit, erst schießen und dann fragen. Ja. Und nun? Rede mit Bale. Haben wir nicht noch hier mit Toten reden? Ja, machen wir Toten reden, ja. Warte, ich hab, Leiche ist zu stark beschädigt. Ach, scheiße. Aber die Quest uns sagt, wir sollen mit ihm. Können wir ihn vielleicht wiederbeleben? Hat jemand einen Zauber für Wiederbeleben? Nee, ich glaube, der ist verbrannt, den kannst du denn nicht wiederbeleben, Yuzi. Na, ich kann ihn nicht wiederbeleben mit der Schriftrolle. Kann einer von euch das versuchen mit dem Zauber? Heiler ist doch eigentlich ganz gut im Zauber, oder? Mit welchem Zauber denn? Na, mit Toten sprechen. Oh Mann. Hier immer mit euren. Zack. Okay, das war wohl mein kleiner Dämon. Ja, der ist wahnsinnig geworden. Ist auf jeden Fall praktisch. Ich glaube, die Handschuhe sind Crap. Nee, ich kann mit Toten reden. Ja. Wenn du das hast.
müsste ich hier drin haben eigentlich? Als Quest steht, wir haben Balen gerettet. Wir sollten nachsehen, wie es ihm geht. Die Leiche ist so stark beschädigt, steht da doch. Das ist doch klar, dass wir es nicht machen können. Sag ich doch, es ist verbrannt, dadurch geht es nicht. Ja, das ist ja klar, aber vielleicht könntest du den auf höherer Stufe zaubern als wir. Dann ist sie vielleicht nicht mehr verbrannt. Das war ja die Frage. Nee, wenn verbrannt ist, ist es verbrannt. Ist egal, wie gut der Zauber ist. Okay. Ein bisschen Wasser. Dann da gibt es keine Stufen. Bei Sprechen mit Tieren und mit Toten reden gibt es keine Stufen. Ja. Das ist einfach nur wie eine Fähigkeit als Zauberspruch. Na dann, komm zurück. Ja, wenigstens noch Gutes liegen lassen. Portalen. Ich hab mich da drüben hin teleportiert. Hat einfach nicht mit euch gerechnet, würde ich sagen. Jo. Dann steht er auch in so einem Seopeiler. Explosiven Gebiet. Wollen wir erstmal zu dem König? Musst du uns mal sagen, wo der ist. Hoppala. Da. Na, die Pilze, wo ihr draufsteht, hoch. Na, geh vor. Ich sollte nicht mit dem reden. Ich kann erstmal mit der hier auf dem Boden reden. Her condition is familiar. Poison. Derived from a wild weed common to the Underdark. She'll need an antidote soon, most likely held by the poisoner. Hier, wir haben ein Gegengift. Gib mir ein Gegengift, Dicker. Wollen wir, bevor wir das machen, vielleicht kurz weggehen und speichern? Bevor wir wieder irgendeine Scheiße machen? Dann speichern wir jetzt, ne? Und dann probieren wir es nochmal. Also Gegengift oder Gegengift geben oder würfeln? Mir ist es egal. Ich habe hier plus 6. Achso. Ich habe Gegengift, komm. Okay. Versuchen wir es zu helfen. Ich hab ja eh noch. Dicker Staub. Immer dieses Altruismus. Ah, Gott. Whatever that is, I needed it. Why are you helping me? Hoffentlich können die uns bezahlen. Ja. Genau, es ist praktisch bei anderen etwas gut zu haben. I thank you for your help, but I gotta get moving. Oh, Carl's garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Quest, quest, quest. Seems you're the helping kind. All right. I need you to rescue my retten. Richtig. Not we can pay. Das der ist nicht mehr zu retten, denke ich. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not. Ah, zu der Schmiede müssen wir sowieso. Ja, nice. Nice. Wollt nur Geld haben und jetzt kriegen wir sogar was aus der Schmiede. Nur Geld macht ihn geil. Du meinst dich. Just mine, but our work pays well. Help my clan and we'll make it worth your while. I swear. Ja, kriegst noch einen Bonus von einem von den beiden? Hier kannst überlege ich mir noch. Das hab ich ja jetzt schon wieder gemacht. Gewürfelt und du hast es geschafft. Ja, du sprichst mit der, ne? Pfeiler? Mhm. Fine. It's complicated. But my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's all I can say. But it's worth a lot to us. Understand? Thank you. Only wish I could go with you. But here. Der Stiefel. Geil, die Mokka bestimmt. I'll feel better now you're using them to kick some Dwerger ass. I'll mark where I made my escape and wait here, I suppose. Not much choice, eh? Was?
Cool. Du hast wieder Inspiration gekriegt. Ja. Verballert die jetzt nicht wieder. So. Wer ist denn der König hier? Ich weiß nicht, ob der Große das ist oder der da hinten steht, aber. Ich glaube, der da hinten steht, wa? Oh, Stiefel der Geschwindigkeit? Oder was war das jetzt? Ich bin in einer Cutscene. As the creature turns its gaze to you. Auf Stiefel der Geschwindigkeit. Flesh Talker. I show you. Ja, das König ist okay. Watch and listen. Das ist doch dein Vater. A violent vision grips. Das ist meine Mutter. Like yourself, ja, das ist deine Mutter, der Vater liegt da am Boden, ja. Die hatten gerade Spaß. Alter. Kind broke our peace. They killed our young. Damit habe ich nichts zu tun. Das bist du nicht, oder ist dein Vater? Leich. Das war mein Onkel. Jeder hat ein schwarzes Schaf in der Familie. Erinnerung. Darf ich auch mal was sagen? Für Sie einen Monolog oder was? Du, das ist hier wie bei Zelda mit Olle Link. Der redet nicht. Naja. So, jetzt darf ich mal. Wow, toll, danke. Zwerg, nimm Zwerg! Musste mir erstmal 10 Minuten Beleidigung Volk? Anhören. Volk? Also, ja, alles von denen. Alles Durgar, ja. Also, kannst du euch ja nochmal aufklacken, Durgar, also meine Volk quasi. Ja, wir können auch das machen. Ich mag die Pilze. Ja, du könntest erstmal nachfragen, damit du seine Sicht erklärst, entweder kämpfen war. Oder du sprichst ihn direkt halt von deinem Stolz der Zwergen aus an, ne? Wir machen alles und jeden fertig, egal welche Rasse. Warum hat der Clan angegriffen? Ah, komm. Ja, dann machen wir den Zwerg. Er legt Eier an deine Leute, damit seine Kinder zu futtern haben, mehr oder weniger. Das ist ein guter Wirt für meine Kinder, ha? Huh? Na komm, dann mach hier deine Rasse, komm, mach hier, komm. Du gibst uns Sporen. Kadaverpuppen herabgewürdigt, ich töte euch. es war, glaube ich, falsch, dass ich mit dem geredet habe. Soll ich weggehen? Kannst du nicht noch weggehen drücken und soll ich es versuchen? Oder reden wir über was anderes? Könnt ihr über das Wetter reden? Komm, ich gehe mal weg, das artet hier nur ein Krieg aus. Macht ihr mal. Wenn ich mit dem weiterrede, dann sind wir, glaube ich, hier gleich alle tot. Einer wiederbelebt. Ja, der wurde geheilt. Sogar Sporn. Nee, nicht geheilt. Nee, das ist ja so ein Pilz. Genau, Sporndiener. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. Deep purples swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by. Bin gleich wieder da. Yo. The Dwergar seek a gnome. It is a guest. The sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. The sovereign gifts you one more vision, a wall of vines hunting to reveal glowing light. Riches of magic and mind cleanse the rot, and they are yours. Das ist doch, glaube ich, die Wand, die bei den Händler gerade weggegangen ist. Ich glaube, ja. Das letzte noch. Achso, und jetzt können wir uns die Sporen aneignen. Spornmagie ist abschlussig für euch. Okay, es läuft auf Selby hinaus. Nein, hier würdet wissen haben. Und kann man...
Töten, töten. Wer hat das gesagt? Okay. Ja. Können wir mit dem anderen mal quatschen? Der Moosiger? Soll ich den einfach wegmeucheln? Die Königin. Ne, ja, kommen sie hier alle. Guck mal, wie viele hier rundherum laufen. Ja, so viel das Leben haben sie ja nicht. Na, dann Speicher und dann Angreif, oder was? Na, warte mal. Wollen wir erstmal da oben noch die Quest abgeben? Ich muss fragen, ob der Tor jetzt offen bleibt. Genau, warte mal. Bevor wir den wegmeucheln, wollen wir noch kurz die Quest da oben abgeben bei dem anderen? Warum wollt ihr denn abmeucheln? Dann können wir doch die Quest nicht machen, die Dolgaren zu klatschen. Oder? Jo, was gibt's denn, David? Was machst du? Von so einem Sporenkönig kriegen wir bestimmt was Krasses. Kann sein, ja. Welcome back. Have you made any new discoveries? Außerdem haben wir hier einen Händler. Wenn Alex den nicht dauernd beklauen würde. Yes, but it has abundant natural resources. Spores, water orbs, so, da wollten wir jetzt nicht runter zur Schmiede. There is rare magic in the Underdark too. Dann teleportieren wir uns mal runter, wa? Warum ist die Mission rette den Pilzsammler immer noch da, obwohl wir den gekillt haben? Vielleicht mussten wir da irgendwas noch holen. Echt ein Bug. Kannst ja mal in die Quest gucken, was steht denn da? Sind sie, wie sie ist mich gerade am Fuß. Wir haben mit Balin geredet, wir sollten nachsehen, wie es ihm geht. Und bei wem sollen wir die Quest abgeben, oder was? Bei wem sollen wir die abgeben? Wie gesagt, da wir ja nicht mit Belly gequatscht haben, ist die Quest bis dahin noch nicht erfüllt. Vielleicht mit irgendjemand aus dem Lager oder so. So, also gehen wir jetzt runter zur Schmiede oder was? Oder wie oder wo? Da können wir uns hinbeamen oder was? So ähnlich, ja. So ähnlich, ja. Wo müssen wir uns da hin porten? Die müssen wir nach da unten, ne? Da hätten wir weiterlaufen müssen. Also müssen wir wieder zum Unterreich Süßhubaum. Süßhubaum. Und dann weiter runterlaufen, oder nicht? Nee, ja, David ist jetzt woanders hingelaufen. Hier kann man so durchs Fenster springen. Müssen wir da überhaupt lang, David? Wie deine Waffe, Teehaus. Achso, okay. Da. Oh. Oder nicht. Es ist so angehört, als wenn es leicht wehgetan hat. Nee, ihr könnt hier um die Ecke springen und dann gibt es hier eine Leiter. Oh. Alter! Oh, knapp. Nix passiert. Und warum um die Ecke springen? Wegen dem, was da gerade passiert ist? Der hat bei mir 27 von 32 Leben. Ah, der ist versteinert. Oh, yes, what, hatten, ja. hatten wir nicht irgendein Elixier, womit wir Versteinerte wieder zurückrufen können? Ich glaube, wir hatten was bei. Basiliskenöl oder so. Was kann auch zu Hause irgendwo in der Truhe liegen, oder? Mm-mm. Ich glaube, das hatten wir bei. Mhm. Mal gucken, dann suchen wir uns einen coolen Charakter aus. Und dann vielleicht wieder. Okay, sieht aus wie ein Gegner. Ja. Nee, das ist ein Gegner. Ja, Freund. Das ist ein Gegner. Ach Quatsch. Das ist mein Haustier. Digga, das ist Sauron. Nee, jetzt gibt's einen richtig dicken Fall. Sieht voll knuffig aus. Aha. Können wir das als Haustier haben? Das ist mein Haustier. Beobachte. Okay, ich bin nicht mal im Kampf, wie geil. Ach, doch. Ja, ist klar, läuft bei dir. Mach mir doch 22 Schaden, du Kackvieh. Naja, der kann mehrfach angreifen durch die ganzen Tentakel. Ja. Ui, was macht der jetzt? Läuft, Alter. Der kommt direkt zu mir. Achso, Icke. Greift okay. Doch mal alle an, der Beobachter. Talisman.
Ah, hier ist noch eine Biatch. Cool. Ich schläf. Schlaf erst mal. Ich schläf. Ja, wir sind erstmal alle überrascht, jetzt kann er uns nochmal angreifen. Ja. Fuck. Haben wir gespeichert eigentlich? Und wenn ja, wann? Na, oben bei dem König, glaube ich. Okay, das geht ja noch. Ein Peiler ist aber erstmal dran. Was ich mache. Kannst du die 16er hier töten? Ja, oder beziehungsweise irgendwie ein bisschen ausrutschen lassen, betäuben, Feuer fangen, irgendwie sowas. Soll ich ihn nicht angreifen, ne? Nee, nee, mach mal die 16er weg, weil die. Mach den 16er, ja. Die macht uns schlafend, ja. Okay. Dann wollen wir mal ein Stück von ihr weglaufen. Dreh dich mal. Warum dreht sie sich nicht? Danke. Ach so, jeder Schaden könnte sie. Oh. Hm? Okay, nice. Ist so bei. Er hätte mir eventuell auch noch ein bisschen Schaden machen müssen und dann hätte die. Entscheidet euch, ihr sagt, mach weg, ich mach weg und ist auch falsch. Ja, ist alles gut. Nee, wir beleben die nochmal, würde ich sagen. Nee, jetzt. Wow. Wiederbelebt hier alle. Alter, der Damage macht gerade. Ich habe einen geheilt, glaube ich, von uns. Wen hast du denn geheilt? Parade. Yuzen hat dadurch keinen Schaden bekommen, glaube ich, gerade durch den Angriff. Er hat 16 Schaden bekommen und durch meine Dingsfähigkeit projizierter Schutz hat Yuzen keinen Schaden bekommen. Jetzt hat er 16 Damage bekommen. Okay. Yuzen hättest du jetzt nicht heilen müssen, ne? Der hatte voll Leben. Er stand in der Nähe. Okay. Ja, der hat keine Resistenz. Ist doch schon mal schuldig. Ein 32er Bogenschütze. Aber sicher, dass der nicht einfach jede Runde hier einen weiteren erweckt, solange wie wir drauf scheißen? Ja, ne, Yuzen kann ja den angreifen, na, den Beobachter. Ja, aber ich überlege gerade, Nahkampf, glaube ich, ist jetzt. Na, wenn möchte über Feuerpfeil oder sowas machen, was. Wenn du rankommst, dann greif ihn an. Klar, lauf doch ran. Es wäre sogar sehr gut, wenn du ranlaufen könntest, weil dann bin ich im Vorteil gegen den und ich bin nach dir dran. Mit Peiler. Ne, ich will erstmal vielleicht Öl der Präzision auf meine Waffe machen. Ja. Und dann greife ich ihn mal an. Ja. Nice. Da-dam, 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 dam-dam-dam. So, jetzt bin ich nämlich gegen den im Vorteil, das ist schon mal gut. Oh, nice. Oh, der schläft auch, oder was? Ja, ist eingeschlafen. Perfekt. Nice. Oh, Peiler kann sich um den da oben kümmern, vielleicht, um den 26er. Der ist nämlich als nächstes dann dran. Und der Dicke, der schläft ja, da haben wir ja noch einen Zug. Okay, nice. Pass auf das Mondlicht auf, geh nicht weiter vor. Ja, oder lieber ich geh wieder ein Stück zurück. Genau. Dreh dich noch zu ihm, wenn du kannst. So. Ei, ist das auch umgefallen. Natürlich. Ja. Und nochmal schauen. Die Spezialattacke von meinem Stab. Sehr gut. Nice. Hidden. Ja, so ist das, wenn es die schick hoch ist. Dann trifft nicht immer alles. Ja. Das war ja der Grund. Und mit dem Stab dazu und der recht starken Nahkampfattacke, die hätte jetzt bis zu 22 Schaden machen können. Das waren gerade eben plus 15 oder so. Ja. Und nicht 15, ist ja auch hier. Ich glaube auf jeden Fall gleich noch mal aufs Maul, die Sau. Zu spät.
Okay. Darf ich ihn jetzt auch angreifen? Wenn du möchtest. Irgendwas machen? Nee. So werfen. Ob mal eine Sache stört mich gerade echt extrem. Wo konnte ich das denn nochmal einstellen, dass die Kamera nicht immer fest auf den Charakteren ist? Bei Barrierefreiheit, oder? Wo war denn das? Kann die Kamera nicht irgendwo frei bewegbar die ganze Zeit machen, sodass das nicht dauernd da reinzoomt? Kannst du mit WASD? Nee, aber immer wenn irgendjemand was macht, fixiert sich die Kamera von alleine direkt auf den Gegner oder auf euch, wenn ihr dran seid. Ich will, dass das weg ist. Das glaube ich immer so. Okay, warte, ich guck mal. Ich gucke mal. Ich soll ihn heilig mal, wenn du kannst. Kann ich nicht. Ich habe meinen krassen Angriff gemacht. Da verbrauche ich eine Aktion und eine Bonusaktion. Ah, okay. Achso, nee, als Bonusaktion habe ich das Gift benutzt. Ah. Aber hat leider nichts gebracht. Ich habe ihn nicht vergiftet. Na gut. Nicht lang schnacken, den Typen weg. Latschen. Genau, hauen weg. Keine Resistenz. Dynamische Kampfkamera, das bei Spieldetails. Bei Spieldetails? Dynamische. Also, Spider, mach erstmal deinen Zug. Da unter dem ersten Schieberegler ist die erste Option. Achso, nee, oder? Bei Kameraoptionen unter dem Schieberegel. Okay, kritischer Fehler, ja. Und dafür kritischer Treffer zweimal gesetzt haben. Das schmeckt gut. Ja, jetzt kann ich die Kamera frei bewegen. Okay, hinter uns. Siehst du, jetzt kann ich es wieder machen, Alex. Yep. Durch Hulk Schaden verhindert, jetzt kann Jusen. Bin verängstigt. Wieder ein neuer Gegner aufgetaucht, aber diesmal ist er unten, Leute. Mhm. Also aber ich würde trotzdem erstmal auf den Dicken weitergehen, damit der keine wiederbelebt. Oh, jetzt ist ja David dran. Eine 9. Da war aber auch schon ein Mondstrahl, ne, vor dem. Ja, aber ich kann ihn extra nochmal einsetzen, um bis zu 20 Schaden zu machen. Okay. Hau doch noch irgendein Pfeil drauf, Jusen. Ich glaube gerade. Lauf ein bisschen näher ran, dass deine Klingen da dran sind und dann schießt du mit dem Fernkampfangriff auf den. Ja, genau, jetzt ist er drin. Gib ihm Packung, Dicky. Ansonsten sind Peiler und ich ja danach dran. Ja, genau. Okay. Läuft. Ich hab mich selber weggehauen irgendwie. So, ist der. Ach so, die leuchtenden Edelsteine, die explodieren. Ja, haben wir gemerkt. Das Ende im Gelände. Machen wir den Typen da unten noch Platz und dann. Ja, genau. Warum hast du das geschafft? Dann haben wir eine gute Session auf jeden Fall hinter uns heute, ja.
Hier laden den Bums. Haha. Na dann, David. Pust ihn um. Du hast die Ehre. Oder Jusen. Hauen weg. Macht einfach normale Standardangriffe, würde ich sagen, oder? Jetzt nichts Krasses noch. Ja, genau. Drow. And what? What were they doing here? Oh, eine dicke Kette habe ich gekriegt. Okay, nice. Und was hat er eben? Pass auf, nicht in den Mondstrahl reinrennen. Nicht in den Strahl reinrennen. Oh, ich habe auch eine Kette. Was macht die denn? Die Beobachterauge. Okay. Ist eine Falle? Strahl der Furcht, Nekromantie Stufe 3. Verschwundener Strahl, Nekromantie Stufe 3. Ja, man kriegt zwei. Vor allem die versteinert. Starke Attacken. Ruhen, wollen wir die abschießen? Vielleicht kommt da noch Loot raus. Weiß nicht, wenn ich das umlege, vielleicht. Ja, kann ich dachte, wir wollten mal einen rausholen aus diesen versteinerten. Was müsste doch mit der scheiß Kette gehen jetzt, oder? Warte, ich gucke mal. Ja, stimmt, wenn du eine Kette hast. Ja, dann habe ich doch diese Fähigkeit. Oder? Verschwundener Strahl. Nee. Nekromantie-Schaden. Strahl der Furcht. Nee, das ist bloß Furchtangriff. Nee, ich hätte gedacht, das geht. Kann's angreifen, ja, aber schon mal. Alter. Ränke. Trank der sprechenden Tiere, Trank des Schlafens. Oder eine Schriftrolle vielleicht? Federn. Heiltrank. Schriftrolle des falschen Lebens. Totenreden. Weiß nicht, ob hier mit Totenreden vielleicht funktioniert. Oh. Das muss ich auf jeden Fall mal lernen. Also ich muss eine 20 werfen. Ey. Für was? Um die Falle zu entschärfen. Naja, so, ich hab nix. Dabei habe ich schon zwei Würfel. Wollen wir das eventuell verkaufen? Da wollen die mich verarschen? Eine heftige Falle zu sein, Charlene. Die ist unknackbar anscheinend. Nee, ich muss nur 20 würfeln. Ich krieg plus 10 Bonus. Da kriegst du keine 20 hin? Nee, leider nicht. Nee, ich muss eine 30 würfeln, also ich muss eine 20 würfeln quasi. Ja. Jetzt! Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Das hab ich. Ist weg. Ist halt jetzt die Frage, ne? Die Dudes kaputt machen oder nicht? Mach kaputt, ich hab den Trank nicht. Ach komm, nicht schon wieder. Kaputt machen, ja? Ja, halt auf. Hä? Jetzt was? Mann, ey. Geh doch mal wieder ins normale Menü zurück. Ja, die droppen Loot. Ja. Hat öde Versteinerung? Nee, öde Verkleinerung. Aua! Okay. Da cool. War was Explosives neben uns. Mhm. Gemerkt.
Hinten war auch noch einer. Achso, der leuchtende Edelsteiner, der explodiert, ne? Okay. Und Jusen rennt hin. Warum rennst du mir immer ins Schussfeld? Ich will da gar nicht hinrennen. Naja, dann lass es doch. Genau wieder, wo ich geklickt habe, musst du da lang. Ja, wirklich. Das machst du doch mit Absicht. Nein. Hat irgendjemand was im Inventar, was man irgendwo raufstellen kann? So ein Kessel oder sowas? Hoch raufstellen kann? Auf die Falle. Die sind zu krass, ich krieg die nicht entschärft. Und dann einfach drauf schießen mit dem Bogen? Geht nicht. Die haben kein Leben. Na, du hast doch diese komische Scheibe, kannst du die nicht nehmen? Kann ich probieren. Geht auch nicht. Naja, geht nicht. So, egal. Haben wir noch Schaufeln eigentlich? Ich glaube, wir können. Oder ja. Er hat hier schon. Ich habe zum Beispiel eine. Ins Inventar ziehen. Pfeiler, darf ich deine nehmen? Du willst meine Schaufel nehmen? Hast du dir doch gut überlegt? Komm mal hier rüber. Auch überlegen, fehlgeschlagen. Jusen, komm mal her. Wo die anderen. Was habt ihr? Hier kann man, glaube ich, noch schaufeln. Och. Keiner. Schade. Wo denn? Jetzt. Einer hat es geschafft. So. Ich habe einfach geschaufelt. Ich habe auch versucht, aber ich konnte nicht drauf. Exlo, du bist was Besseres. Ja. Wo geht's denn lang? Achso, hier drüben hinspringen. So. Was sind wir dann jetzt eigentlich? Das ist ein schickes Tor. Hier rechts ist ein Spinnennetz. Wir können hier hoch. Von da nicht gerade gekommen? Nee. Ja, da kamen wir doch gerade her. So. Ja, aber da ist auch diese Gaswolke, Leute. Ja. Oh ja, okay. Ja, zum Glück bin ich schon hochgelaufen. Ne? Nein, bleib doch mal. Geh wieder runter. Och Mann, ist das ein Bug oder was? Wollen wir das Spinnnetzchen wegmachen? Gucken, was dahinter ist. Kessel, schwere Truhe. Kann ja mal speichern. Eine schöne Rüstung. Leichte Rüstung. Aber ich glaube, da haben wir bessere. Ah, du bist inspiriert, Pilot. Wir haben Inspiration gekriegt. Nice. Mhm. So. Wieder ein Minenfeld, wenn wir weiter nach unten gehen. Ich liebe Minen. Kann man nicht von hier oben raufschießen? Mann, da wollte ich doch gerade wieder gar nicht. Something's
Also hier, wo ich stehe, kann man runter und weitergehen oder man läuft hier durch dieses ganze Zeug durch. Na, hier geht's noch nach oben, dann geht's hier noch nach links. Wir müssen da, wo Pyla gerade war, glaube ich, lang. Für die Schmiede. Hier liegt ein Toter. Den könnte man vielleicht wieder beleben. Ich war schneller, David. Ja. Man schießt sie ins Gesicht. Ah, nur ein bisschen. Wo geht's da weiter? Weiß ich nicht. Wollte nur den Kristall haben. Achso. Da liegt noch Gold und ein Rubinring. Entweder geht's hier hoch oder da runter. Hier ja. Sieht fast aus wieder wie so ein Tempel oder man läuft da noch weiter nach unten. Links oder rechts? Alex sagt da oben. Ja, ich guck einfach nochmal, was hier ist. Scorched ground. Verbrannter Boden, Vorsicht jetzt. Hier ist wieder arkanes Geschütz. Ich bin im Kampfmodus. Wenn du die Kamera drehst. Hm? Ich bin im Kampfmodus. Einfach. Wir sind alle im Kampfmodus. Hier ist auch oben, dass alle unsere Gesichter angezeigt werden, oben in der Mitte. Das Geschütz wird da hinten stehen, wo es leuchtet, geradezu, wo du hinguckst. Ja, ich weiß, ich sehe das, Peiter, das arkane Geschütz. Ich gucke gerade, ob es wieder so ein Leuchtemechanismus gibt, den wir hier kaputt machen können. Ich hab mir nur die Lampe da hinten vorstellen, aber ne, das ist einfach nur so eine. Ne, das ist nur eine Lampe. Ich glaube, wir können einfach nur da drauf schießen. Ja. Ja, da oben ist auch noch eins, oben rechts. Ja, ja, deswegen. Ich kann auch einfach wieder rausgehen, also wir müssen jetzt da nicht lang rennen, wir können auch unten zur Schmiede. Und ist da auf dem Boden diese komische Ding da, habt ihr das schon gesehen, was so leuchtet? Ich glaube, das ist, wenn denn dieser Schutzmechanismus. Nee, das ist. Hier sind Löcher. Nothing but rocks. Warte mal kurz, ich hab Cutscene. Oh nein, ich wollte nicht runterklettern. Oh, da kann ich in der Cutscene eigentlich speichern. Mist. Oh. Ah, du kannst nochmal. Nee, ich will die Inspiration dafür nicht ausgehen. The tunnels were created deliberately. But whether by tools or claws, you cannot. Aber eigentlich theoretisch egal. Wir müssen nächstes Mal eh schlafen gehen. Nee, die Inspiration, das ist das, was wir, wo wir mit neu würfeln können, aber genau. Das kriegen wir nicht immer. Genau. Das kriegen aber wir. Wenn wir eine lange Rast gemacht haben, schon. Nein, wir kriegen Inspiration nur, wenn wir unsere Charakterdinger ausspielen. Ja. Wir kriegen die nicht automatisch wieder aufgefüllt nach einer langen Rast. Das kannst du auch lesen irgendwo im Inventar oder so. Weiß jetzt nicht genau. Soll ich da jetzt reingreifen oder nicht? Ja, ich hab doch angekriegt, ja. The passage narrows and bends. Your shoulder deep when your fingers brush against a fleshy tentacle. Horrified, you withdraw your hand instinctively before whatever's lurking inside can react. Okay. Was? Jetzt steckt den Willi rein. Meinst du so ein bisschen Tentakel-Hentai oder was? Da hinten ist jemand. Was? Überfall? Was ist denn Überfall?
Die Betroffene greift an, sobald ihr Gegner in Richtung ist. Sie kann nur durch einen erfolgreichen Wurf auf Fahren entdeckt werden. Okay. Vielleicht solltest du da mit ihm sprechen. Geh mal weg. Ich meinst du, oder was? Du sollst, nein, Dugar zu Dugar. Dass Alex mit denen quatscht. Vielleicht kann der die überlisten oder wir können mit denen fahren. Oh, Pilar rennt schon hin. Direkt neben ihm sind die. Okay. Ja, Pilar ist schon drüben auf der anderen Seite. And these things have stayed interesting. Nee, Pilar ist hinter uns. Wer rennt da oben rum? Ich bin da oben los lang gelaufen und wollte das Haus looten. Ja, nee, wir unten bei uns, bei mir und Jusen gemacht sind die. Ja, hier oben sind aber auch welche. Oh. Oh, ich bin in der Cutscene. Aber ich bin doch gerade die ganze Zeit in der Cutscene, hat David doch gerade gesagt. Achso, naja, das habe ich nicht gesehen. Hm. Dann versucht mein Glück alleine. Ne, ich sehe es gar nicht bei der wir sehen auch nichts. Was verkackt. Da haben wir jetzt. Geschafft. Fine. I'll let you live. But spoil my hunt and you're dead. Told you, hunting. Slave ran away. Took Sergeant Thryng's boots. Gonna kill the slave and fetch back the leather. Or the bosses in Moonrise will have Thryng's hide. Haben wir sie bei uns? Na, das sind, glaube ich, die Stiefel, die wir von der Ollen gekriegt haben, oder? Also ich weiß nicht, welche Stiefel er meint. Das ist halt das Problem. Aber wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben sie, dann gehen wir ja automatisch, oder? Wir haben jetzt in der letzten Stunde, glaube ich, 3 oder 4 Paar Stiefel gefunden mit irgendwelchen Effekten. Okay. Look at that. Swift work. You could teach our slaves a thing or two. You want to take those boots to Sergeant Thryng in the camp across the Ebon Lake? I'll stay back here. See if I can find some more gnomes. A few more, and I reckon I could become a true soul. Where's the quest? Ich verstehe bloß immer noch nicht, wie ich mit ihm gesprochen haben soll, wenn ich hier oben in einem kleinen Haus stehe, aber... Ja, du bist da reingerannt und dann ist die Cutscene wahrscheinlich automatisch gelaufen. Ja, aber er ist ja gar nicht hier. Er steht ja da oben. Ich bin ja hinter ihm. Naja. Ist halt nicht alles glatt, ne? Aber ist egal, wir haben noch 23 Uhr. Ich würde sagen, speichern und beim nächsten Mal weiter. Oh. Gibt noch eine Idee. Zurückgespeichert. The Ebon Lake. Weil ich speichere sich jetzt auch noch. I wouldn't go sticking your hand in. Voll nehmen, wenn er gespeichert wurde. Und dann können wir beim nächsten Mal hier unten weitermachen. Mhm. Haben wir noch 2 Sachen und dann müssen wir noch nach unten zur Schmiede laufen, ne? Schmiede eine Waffe. Das im Teehaus. Na, hier können wir ja die Schuhe abgeben und die dann danach alle töten. Dann haben wir beide Quest. Jo. Und danach gehen wir dann runter zur Schmiede. Jo. Würde ich aber auf jeden Fall vorschlagen, wenn wir das beim nächsten Mal machen, dass wir die töten, wirklich irgendwo von oben starten und nach unten kämpfen und nicht andersrum. Jo. Macht sich ein bisschen besser, denke ich. Ja,
Vieles hat ihr geschafft. Mhm. Haben wir auf einiges geschafft. Du kannst auch noch mal speichern. Ich habe hier noch ein bisschen was gelootet. Gut, dann alle ready. Verabschiedet euch. Ja. Kannst ruhig noch mal speichern. Ja. Bitte. Danke.